nicht günstig für den Klang, aber über Schirm ist man ja. Ja, ja, da rein. Das fand ich auch so voll cool. Hallo bei meinem kleinen Unboxing von meiner Lootbox. Die habe ich bekommen auf der Super Geek Night dieses Jahr und die habe ich bis heute noch nicht aufgepackt. Und das werden wir jetzt einfach mal starten. Bist du schon live? Ja, ich bin live! Dann wollen wir mal beginnen. Wie aufregend. Weil wir hier live. Und als erstes haben wir ein T-Shirt. Ein sehr großes T-Shirt. Es wird immer größer und größer. Und da ist folgendes. Oh, ich weiß nicht, was ist das? Was ist es? Jewel, Fearless Leader. Wer kennt es nicht? Kennt das jemand? Mir. Unbekannt. Folgendes ist da. Was ist denn? Teile. Tja. Ich kenne es nicht. Leider nein, leider gar nicht. Dann machen wir einfach weiter mit dem nächsten wunderbaren Artikel. Das wäre Puff. Oder Path. The Naughty Mischievous One. Ich habe ein. Oh mein Gott. Das ist ein. Wie nennt man die? Ein Meme. Tja. Wollen wir das mal auspacken? Kollektiv Sticker Inside. Upload your meme photos in any situation, be the one that gets more likes. Wow. Like, hol ich dabei. Dann. Ein komischer Sticker. Fantastisch. Und das ist die Figur. Ist ja nicht traurig. Tja, wunderbar. Ich gehe mal hier unten hin. Verpackung. Vectamic. Ich hoffe, es hakt nicht so sehr. So. Dann haben wir natürlich ein Packet. Yay! Das werde ich später aufmachen. Dann habe ich hier einen Pappkarton. Einen weißen Pappkarton. Und Katzen zwischen meinen Beinen. Da ist drin. Was ist ein Kuli? Ein Kuli. Von Adult Swim. Wow. Den hatte die Kira auch schon. Ich weiß aber nicht, was das Ganze. Kann man auch schauen. Das bringt nichts. Macht er? Ich weiß nicht. Steht rum und er kann pendeln. Fantastisch. Würde ich mal brauchen. Dann als nächstes ein Fotogrip für Selfies. Hat Kira auch. Das kann man sich so an der Zelle, am Telefon packen. Streben. Und dann kann man das ausfahren. Dann kann man so super geil Selfies machen. Fantastisch, nicht? So. Verpackung. Jede Menge Verpackung.
als nächstes. Hätten wir. Wow, Top Trumps, Harry Potter. Möchte das jemand haben? Ich liebe ja Harry Potter nicht. Ja, da meldet sich schon die junge Dame von oben. Hattest du keinen Harry Potter? Harry Potter. Wer es mag, wer es will. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Harry Potter. Schade. Kriegt das das Frauchen. Wir haben hier ein köstliches Auge. Kontrolli. Was haben wir noch? Dann haben wir hier ein, was sind das? Von irgendwie Zelda. Irgendwas, ein Anstecker. Fokussiere, du Schwein! Ja, irgendwie, wie heißt sie? Mida? Keine Ahnung. Zelda kenne ich auch überhaupt nicht. So ein komisches Ding hier. Kladderatsch. Weiter geht es. Ich mag den Notizen. Eine Postkarte. Mit Sonic und Metroid und Link und Mario und ganz vielen Nintendo-Sachen und zwischendurch ist Sonic. Warum ist das Sonic zwischen den ganzen Nintendo-Sachen? Nur wegen diesem Spiel, was sich nennt Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen? Muss das sein? Das macht keinen Sinn. So, weiter geht's. Eine wunderschöne Werbung vom Item Shop. Solltet ihr besuchen, wenn ihr mal in München seid. Sehr wunderbar. Man kriegt ganz, ganz viel Zeug. Und man wird arm. Ganz bestimmt, wenn man so viel kaufen will. Eine Happy Birthday Nerdkarte, würde ich sagen. Da, wer erkennt es? Portal! Fantastisches Portal. Weiter geht's. Oh, nochmal Werbung. Und dann haben wir hier noch eine Postkarte, die gezeichnet wurde. Auch sehr hübsch. Werbung. Tschüss. Die Super Gegner-Komplettlösung. Auch ein sehr tolles Buch, finde ich. Wunderbar gezeichnet. Voll mit Spannung. So, dann haben wir hier noch Aufkleber von Cartoon Network, von Adventure Time. Total verrückte Aufkleber. Muss ich nur einen Platz finden, wo ich überhaupt alle Aufkleber. Dann haben wir hier noch mehr Aufkleber. Oh. Kira Las Vegas ist hosting my channel. Ja! Dafür habe ich noch kein Bild gemacht. Verdammt! Tja, nein, Katze, nein. So. Wunderbare Bilder. Mit Steam Universe. Yeah! Mir gefällt mir mit am besten. Ah, und Grandpa. Der ist auch wunderbar. Davon gibt es ja auch eine wunderbare Folge von Steam Universe. Und ihm. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. So, greifen wir noch mal rein. Kann man ihn positionieren? Nein, meins hast du ja schon geklaut. Haargummidiebe. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier? Was sind das? Das sind Aufkleber. Sind das Aufkleber?
Sind? Aufkleber, ja. It's too dangerous to go alone. Take this. Und dann das nächste. Ja. Also ganz viele Aufkleber. Eine Wolke. Dann, oh. Der Held von der Geek Night. Dann habe ich auch ein T-Shirt, das ist wunderbar. Ja, auch ganz viele tausend Aufkleber. Son Goku. Sehr, sehr schön. Fantastisch. Also, Aufkleber. Hooray! Sehr, sehr viele Aufkleber. Sehr, sehr wunderbare Aufkleber. Was kann ich wohin mit den ganzen Aufklebern? Was haben wir hier? Nice Pixels. Jawohl, dann, was haben wir als nächstes? Das ist, was ist das? Ein Content Mug. Also von Get Digital eine Tasse mit. Oh Gott! Ich habe eine Tasse mit einem Einhorn drauf. Bist du auf der Arbeit der King? Steht da was drauf auf der anderen Seite? Oh. Nur dieses wunderbare Einhorn von beiden Seiten. Einhorngenuss! Du hast übrigens die ganze Zeit den Kopf in dem Brett, ne? Da. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht. Just saying. Nicht die ganze Zeit, ich bin genau in der Mitte. Und als nächstes haben wir hier ein weiteres Kartenspiel oder so. Woodbox. Kennt das jemand? Was mag es nur sein? Es ist ein Kartenspiel. Wenn ich solche Verpackungen hasse, kann man bei Spielen, man kriegt sie nie auf. Oh, das gibt es. So. Was ist es? Ich weiß es nicht. Wir wissen, was es ist. Oh. So. Es ist ein Kartenspiel. Ein gezeichnetes Kartenspiel. Schöne Motive, bestimmt. Tja. Da seht ihr das an. Weil hier so viele Kartenspiele. Ja. Was haben wir denn noch da drin? Ein Flaschenöffner von Adult Swim. Für den Schlüsselanhänger. Wunderbar. Dann haben wir noch ein Kuli. Einen atemberaubenden Cartoon Network Kuli. Von, es sieht aus wie Adventure Time. Aber da ist auch Steven Universe drauf, also da ist, glaube ich, alles Mögliche drauf. Na? Na? Fokussiere auf den Kuli. Ja, ab in die Kuli-Sammlung. So, was haben wir denn da noch? Das Geek Race Team-Ticket. Ich habe hier irgendwie einen Gutschein von irgendwas Geek Race. Ich weiß nicht, was es ist. The Rise of the Zombie Unicorn. Samstag, 29. Oktober. 5er Teams, Preise, 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 Gewinne, Gewinne, Gewinne. So, was haben wir da noch? Ein Anstecker. München. Bayern. In der rauten Form. Blau-Weiß, holy. Ich glaube, das war's gleich. Da ist noch irgendwas drin. Nein, da ist nichts mehr drin. Ja.
Das war die wunderbare Lootbox. Klein, fein und die wunderbare Tasse mit dem Einhorn ist das mit das Beste, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Ein kleines kurzes Video, kleines Livestreaming. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und jeder, der sich das nochmal angucken sollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.